Hier im ersten Stock dieses Wohnhauses in einer Pariser Vorstadt wohnt Bahia Bakary. Das Mädchen hat mit einem Schlag traurige Berühmtheit erlangt. Sie ist die wohl einzige Überlebende des Flugzeugabsturzes vor den Komoren. Sie hat einen Schlüsselbeinbruch erlitten und außerdem Verbrennungen am Knie. Die Angehörigen von Bahia versuchen nun zu verstehen, wie sie die Katastrophe im Indischen Ozean überleben konnte. Die bald 13-Jährige war aus der alten Airbus-Maschine geschleudert worden. Stundenlang hielt sie sich an Wrackteilen fest. Ihre Mutter und die anderen 151 Menschen an Bord haben wohl nicht überlebt. Ich habe gebetet, als ich gehört habe, dass es eine junge Überlebende gab, aber es bleibt auch Schmerz. Zur Trauer mischt sich Wut bei vielen Menschen von den Inseln im Indischen Ozean. In Marseille erzwingen die Demonstranten die Schließung von Reisebüros, um den Verkauf von Tickets der Jemenia zu verhindern. Für sie geht das Unglück auf das Konto der Fluggesellschaft und ihrer schlechten Sicherheitsvorkehrungen. Das ist die Todesstrecke. Wir wollen, dass dies ein Ende hat und dass für die Anschlussflüge von Sana'a auf die Komoren Maschinen eingesetzt werden, die auch in Europa zugelassen sind. Mehr verlangen wir nicht. Statt zu handeln, hat man gewartet, bis es 150 Tote gibt. Die Wut der Komorer dürfte nicht so bald verrauchen. Wie schon am Pariser Großflughafen Roissy wollen sie auch in Marseille weitere Flüge in ihre Heimat blockieren.